Erstmal die Mütze richten. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur 7. Etappe des Rund-um-Leipzig-Wanderwegs. Wir sind gerade in Lützschena gestartet und mal gucken, vielleicht kommen wir bis nach Wiederitzsch. Wenn wir das schaffen, ist okay, wenn nicht, wie immer nicht. Kommt auch einfach ein Stück mit. Genau. Ihr seht's, wir haben uns heute wieder gut eingepackt. Wir haben es ungefähr 2 Grad. Dazu pfeift noch so ein schöner, kalter Polarwind. Ja, alles andere als angenehm, aber was soll man machen, ne? Hier im Hintergrund von mir sieht man einen Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hier aus 5 Nationen 53 Menschen umgebracht durch Genickschuss und hier in diesem Bombentrichter verscharrt. Rundwanderweg überrascht mal wieder mit schmalen Pfaden und hier links und rechts stehen so alte knorrige Bäume, teilweise auch so ein bisschen Totholz und Unterholz. Das gefällt uns sehr gut und ist sehr abwechslungsreich zu den ganzen Feldwegen und Industriegebiet, durch das wir eben noch gelaufen sind. Wir sind jetzt gerade aus dem Tannenwald rausgekommen. Ich weiß zwar nicht, wo da irgendeine Tanne war, aber der Wald heißt so. Unsere nächste Station ist Breitenfeld und dann kommen wir schon nach Wiederitzsch, wo wir eventuell dann unsere Tour beenden. Am Bahnhof Leipzig Messe. Von hier aus werden wir jetzt auch nach Hause fahren. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und kommentiert gerne. Und damit sagen wir abonnieren. Tschüss. Tschüss. Ich habe abonnieren gesagt. Ja, ich weiß.